Los. Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder. Civilization Nummer 6. Meiner, einer und Daga. Guten Tag. Hallo. Mit dem ich mich wieder so ein bisschen doppelt höre, das ist gut. Nein, nicht wieder dieser Fehler. Ja, wir versuchen immer noch so ein bisschen Anschluss zu finden, das ist wie im echten Leben, da habe ich das Thema auch. Und hier im Spiel bin ich im Moment der erfolgreich Letztplatzierte, mit sage und schreibe 81 Punkten. Ja, aber um die Punkte geht es eigentlich gar nicht, es geht ja eher um die Militärstärke. Und da. Ja, genau. Insofern gesehen gar kein Problem. Ja, ich glaube, Tumyrus ist hier echt ein bisschen auf dem Machttrip. Ja, das läuft. Ne? Also wir werden auch noch genug Zeit nehmen, im ganzen Militär weitere Städte zu gründen. Natürlich. Mit überhaupt kein Problem. Wenn man mit 6 Städten anfängt, eine einnehmen, eine gründen, das geht dann ganz fix. Währenddessen würde ich sagen, ich bin jetzt eine klassische Republik. Würdest du das sagen? Da würde ich sehr stark von ausgehen, ja. Sehr gut. Gesandten dauert es auf jeden Fall noch. Das heißt, wir können erstmal charismatische Anführer nehmen. Und dann, was haben wir denn noch so Schönes? Eine Ausbildung von Siedlern. Warum sehe ich nicht, wohin sich die Stadt ausbreiten wird? Wird die sich gerade gar nicht ausbreiten? Oder wie? Hat sie vielleicht gerade erst? Nee, sie hat nur ihre Grundfelder. Eigentlich breitet die sich doch auch ohne Moment. Hast du schon mal weitergedrückt? Deshalb siehst du das nicht. Ich habe jetzt ja wieder rausgenommen. Ja, dann trotzdem noch bis mal nächste so Runde aktualisieren und so weiter, dann müsste das angezeigt werden. Hier nehmen wir das Feld. Nehmen wir das Feld wieder raus. Achso, ach. Mich hier belabern lassen. Wie soll ich mich da konzentrieren? So, pass auf. Also Regierungsplatz. Wenn ich jetzt wüsste, wie lange die das Gebäude dann bauen würde. Aber ich habe hier die eine Kulturgeschichte, die Militärtradition, die will ich in 3 Runden kriegen. Da kann ich relativ schnell wieder umschwenken. Deshalb würde ich sagen, wir nehmen den Sieg auf jeden Fall erstmal raus, weil er gerade nichts bringt. Nehmen die Stadtplanung ein, den charismatischen Anführer, dann auf jeden Fall auch die Karawanserei. So, und jetzt die Frage: Isolationismus. Kein Kauf oder Ausbildung von Siedlern ist möglich, was ja nicht schlimm wäre. Was ist die Alternative? Gottkönig. Ja, warum nicht? Nehmen wir mal so eine schöne. Gottkönig klingt immer gut. Glaube ich, dass das für dich gut klingt. Ja, und jetzt, wo ich das gemacht habe, denke ich mir, ja, ich hätte auch Handwerker reinnehmen können. Ich knopf gerade ein. Sehr gut. Ja, beziehungsweise Bauer. Ja. Ganz großartig. Ja, ich habe direkt mal vergessen, meine Gouverneure zu tauschen. Jetzt brauche ich immer noch ein bisschen. Aber den Siedler kann ich ja trotzdem dann anfangen. Von daher alles gut. So. Da oben wird gekämpft, da stelle ich mich doch mit meinem Missionar direkt mal dazwischen und bekehre noch ein bisschen. St. Louis wird belagert. Ja. Beobachte das Ganze. Genau da will mein Missionar auch hin. Vielleicht sollte ich eigentlich eher in die andere Richtung, weil da habe ich schon angefangen. Ja, wir gehen weiter die Skythen bekehren. Die haben auch eine höhere Chance, eine Religion selber zu gründen und dann. Ja, jetzt nicht mehr. Na gut, ist er dann, steht noch irgendwo ein Typ rum. Das kann natürlich sein. Ne? Ach nee, ich hab bereits alle. Ich habe bereits alle verdient. Ich weiß nicht, ich sehe es nicht mehr. Genau. Religionen sind nur 3 von 4 gegründet. So ist das. Aber ich habe gesehen hier, sie mag mich nicht aus -3, ist noch dazugekommen. Wegen der Geheimgesellschaft vielleicht. Ich habe keine Gesellschaft. Aber wenn ich. Eben. Ja, nein, nee, das ist ja egal. Man darf nur keine, nicht die Rivalisierende haben. Ja.
Aber ich werde jetzt nicht die leere Sänger nehmen, nur damit sie zufrieden ist. Trotzdem ist das ein cooler Punkt, ne? Sobald ich irgendwas anderes nehme, hasst sie mich dann noch mehr. Achso, hat sie die leere Sänger? Das würde ja ganz gut passen. Dann. Ne, ich muss meinen nächsten Gouverneurtitel erstmal in die Siedler stecken. Was ist wichtiger? So, hier bauen wir mal die heilige Stätte, denke ich. Das Monument zum Ausbreiten. So, wie sieht es denn aus mit der Ausbreitung? Ich glaube, die Stadt breitet sich einfach nicht aus von allein. Vielleicht, weil sie unzufrieden Wie sieht ist? es denn mit der Ausbreitung aus? Gar nicht. Ja. Es ist ein bisschen merkwürdig. 70 Worst Cost, dann das Geländefeld zu kaufen. Der kostet 215. Das würde doch passen. Ah ja, jetzt sehe ich es wieder. Es breitet sich natürlich in die falsche Richtung aus. Kaufen wir nämlich dieses Feld hier noch und setzen da schon mal einen Campus hin. Bauen aber erstmal den Handwerker weiter. Ja. So machen wir das. Ja, es scheint so, dass mir auch nichts übrig bleibt, außer die beiden Geländefelder bis zum Elfenbein zu kaufen. Weil das wird noch eine Weile dauern, ehe die Stadt sich dahin ausbreitet. Ich überlege wirklich, ob ich trotzdem den hermetischen Orden nehme. Oh, St. Louis, ey. Oh, das sieht nicht so gut aus. Ja. Achso, das war mein Speer. Ja. Den will ich natürlich da lassen. Ich meinte den Missionar. Oh, wieso hatte der jetzt nur eine Ladung? Ach, das war noch der andere, okay. Okay. Muss man natürlich wissen. Das heißt, das kann man ja jetzt eigentlich laufen lassen und in die Stadt gehen. Dem, was Pingala jetzt nehmen, bringt mir halt auch nur so bedingt was, weil ich ja überhaupt keinen Wissenschaftsertrag habe in irgendeiner Stadt, den er erhöhen könnte, außer der einen, wo aber Magnus drin bleiben muss, weil ich da ja meine Siedler bauen Ja, so ist das, ne? Ist nicht einfach. Nee, wirklich nicht. Aber jetzt zumindest trotzdem noch mal einen Bogenschützen. Das ist doch ein bisschen, das wird mir jetzt so riskant. Ja, kann ich gut verstehen. Wäre es bei mir auch. Wäre es mir auch? Hm. So, ja, 5 Runden bis zum Siedler. Gerade waren es noch 7 und ich krieg 50% dazu. Ist ein bisschen merkwürdig, warum das nur 5 sind, aber sei es drum. Wichtig ist, dass Preiserhöhung. der keine Bevölkerung reduziert. Wird ja jede Runde ein bisschen teurer, ne? Er hat die Stadt direkt eingeäschert. Da kann ich ja direkt meinen Siedler hochschicken. Da werden zwar beide unzufrieden mit mir sein, weil ich dann mein Versprechen breche, aber wenn da Siedlungsland frei wird. Das hatte ich ja noch nie aufgehalten, ne? Du bist ja so einer mit Versprechen, ist es nicht so genau. Ach, naja, wenigstens in 300 Runden oder so bin ich militärisch überlegen gegenüber Skythien und dann passt das. Niemals Muss passieren. nur so lange aushalten, das wird schon. Ja, krass, dass sie das abkönnen. Ja, gut, auf der anderen Seite macht das Sinn, weil der Druck wäre zu stark, ne? Könnte sie nicht halten. Ja, das kann sein, genau. Aber es ist halt, also dann hätte sie halt eher oben Washington angreifen müssen zuerst und abreißen und dann die Stadt unten behalten oder sowas. Möglich, ja. Sie hasst mich eins weniger als vorher. Yay, weniger gehasst werden. Das ist natürlich richtig günstig, dass jetzt hier unten so ein Barbarenschiff am Start ist.
Geht mir gar nicht. Da lassen wir uns doch noch mal ein bisschen Zeit mit der Stadtgründung. Ich habe auf jeden Fall zu wenig Gold. So viel ist Das klar. ist immer so. Ich glaube, es war gar nicht so sinnvoll, diese Karte mit Einheitenunterhalt zu nehmen. Ich glaube, die Adlerkrieger und Schleuderschützen, die ich derzeit habe, die kosten nämlich gar nichts. Das ist korrekt. Ich dachte, die kosten 1 und damit dann 0. Nein, die ersten sind kostenfrei. Speer zum Beispiel auch. Ja. Das ist ja doppelt so schlimm, dass ich kein Gold habe. Aber schön, dass du diese nicht vorhandenen Kosten reduziert hast. Ja, das finde ich auch wichtig. Naja, die Loyalität bringt mir auch dieses Mal nichts. Sind wir schon auf voll. Ist schon wieder voll. Uiuiui. Ich bin sowas von voll. Ja, hier alkoholfreies Radler ist fast alle. Da darf das schon mal vorkommen. Die Toleranzschwelle ist immer so eine Sache. Ne? Ja. Okay, wir können unsere erste und wahrscheinlich einzige Industrie bauen. Wollen wir das tun? Das wollen wir tun. Dann hätte ich immer noch eine Ladung frei und könnte dann hier die Wale anschließen. Hätte ich zumindest noch eine andere Luxusressource. Plus 3 Zeitalterpunkte. Weltweit erste Industrie. Ja, das bin ich. Wo war denn das, wo man sehen konnte, welche Versprechen und so, was man, ist das bei den Berichten? Das wird Vereinbarung. angezeigt. Vereinbarung, Also Reise. wenn du jetzt, wenn du, also wenn du dabei bist, das zu brechen, dann wird es dir angezeigt. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, Siedel nicht in meiner Nähe und du wählst einen Siedler aus, dann siehst du quasi eine Einfärbung in dem Bereich, den du nicht besiedeln darfst, um das Versprechen zu brechen oder beim Bekehren oder so. Also Ja, mich hätte eher interessiert, wie lange das jetzt gilt. Das das wird nachher steht auch auch irgendwo. angezeigt. Das noch irgendwo anders angezeigt wird, weiß ich gar nicht. Das ist ja keine Vereinbarung in dem Sinne, Es oder? ist Ist das das? eine Bitte. Also das rangiert unter Bitten. Sie haben mich gebeten, nicht in ihrer Nähe zu siedeln. Das ist was du mit diplomatischer Gunst quasi kaufen kannst bei Adler. Ja, habe ich schon mal gehört, ja. Jetzt könnte ich das natürlich bei Amerika machen, dann könnten sie da auch nicht siedeln. Ohne das zu brechen natürlich. Die haben eh ganz andere Probleme. Das glaube ich auch. Ich habe übrigens deren Siedler gefunden. Sehr gut. Gucken, wie lange noch deren Siedler ist. Wir haben Quest abgeschlossen, einen Gesandten verdient. Frontspeicher wurde gebaut. Hervorragend. Handelszentrum. Ja. Da siehst du dich. Das ist gerade die Frage, ob ich da mich ich sehe. Das schadet ja nicht. Bus wäre natürlich eigentlich auch wichtig. Ist schwierig, ne? Immer. Ist immer schwierig. Na komm. Machen wir mal so ein Handelszentrumsdingens. Ja, aber wenn ich so die Wissenschaft sehe, 51, 63 und wir 11 und 10. Kultur sieht's noch schlimmer aus. Aber ich glaube, das ist zumindest, was die kriegerischen Nationen angeht, auch nicht so schlimm, wenn die kulturell besser dastehen. Ja, das ist alles kein Problem, sage ich mal. Ah ja, es ist tatsächlich gelb gefärbt Aha. und sagt, Mach das nicht, sonst aua. nee, es sagt aber beim drüber hover nicht, wie lange ich nicht dahin darf. Also ich meine, ich hätte das irgendwie. Na, vielleicht täusche ich mich da. Ich kann es jetzt nicht nachvollziehen. Also Versprechungssachen, dass ich mache keine Versprechungen, die ich nicht halten kann. Ja, die Intention war ja eigentlich in die andere Richtung zu gehen, aber jetzt ist da ja viel Platz frei, ne?
Schon. Was haben wir denn hier an Loyalität pro Runde? 5,4. Bräuchte ich auch noch einen Kundenspeicher. Ach, das ist ja elendig hier. Das ist ja. Ich brauche so viel. Immer. Könnte da eine Mine bauen. Eine Mine und zwei Berge und da drüber ein großer Oh See. Gott, jetzt fängt es ja an. Was verstehen. Dann hier drei Ladungen. Ja, das können wir so machen. Dann gehen wir quasi zu der Stadt hier runter und tun der Fischfang was Gutes. Was würde denn so eine Galeere kosten? 160, das gibt ja auch Zeitalterpunkte. Kann ich irgendwem was verhökern? Give me all your monies, please. Gott, oh Gott, Skythien. Ah, wir haben eine heilige Stätte. Ja, mein. Noch eine Religion. Skythien hat keine. Haben die jetzt eine Religion? Nö. Ja, Fanatismus. Ja. Meine, meinst du, ja. Fanaticism. Witzig, dass ich hier einen Unterhaltungskomplex gebaut habe. Genau, Das ist so. auch nur mein erster Komplex, den ich baue. Ich glaube, Nein, Überschwemmung. sie haben den Campus vorher gebaut. Ja, wenn du da auch gerade eine Industrie draufsetzt, dann das geht ja nicht. Das kann der Geist des Flusses nicht mit sich machen lassen. Runde ist ja fertig. Noch so viel Zeit haben wir. So, dann gründen wir mal die neue Stadt. Ach, ich habe die Karte ja noch drin. Ich kann gerade keine Stadt gründen. Die Dark Age Karte oder wie? Ja, man konntest du den Siedler bauen, offensichtlich. Den hatte ich tatsächlich schon. Oh Mann, Fehler werden gemacht. Immer. So, es lohnt sich dann vielleicht auch mal Richtung Eisenverarbeitung zu gehen, nur um die Basiskampfstärke der, also die Verteidigungsstärke der Städte zu erhöhen. Ich denke, mit Skythien, die wird sich nicht so ewig nur mit Amerika zufrieden geben. Das Auswirkungen darauf? 25. Ja, die Nahkampf, also wenn du das erste Mal, dass Das du ist eine. wie Fernkampf quasi, dass du. Das ist der Fernkampfangriff ist die der stärksten Fernkampfeinheiten, die Verteidigung ist die der besten Nahkampfeinheiten. Irgend sowas. Meine ich. Sehr Es witzig. könnte auch einfach nur die Einheit des entsprechenden Zeitalters sein oder irgend sowas. Aber angesichts dessen, dass meine halt paar 20 Verteidigungsstärke haben und mein Aztekenkrieger auch dementsprechend Angriff, würde ich sagen, das skaliert mit den Nahkampfeinheiten. Das hier mal hier wären es 10, der hat 20, ach keine Ahnung. Ja, nicht im Thema, ich sehe das. Dann können wir das Schiffchen ja schon mal ein bisschen angreifen, das ist doch auch schon mal schön. Die Industrie wird repariert und dann bauen wir hier unten eine formschöne Mine hin. Wie ist das denn? Steinmetzkunst hast du wahrscheinlich schon geforscht. Das habe ich tatsächlich, ich habe ja schon einen Steinbruch gebaut. Deshalb Achso, brauchen wir das das ist. nicht. Genau, das mit den Mauern habe ich auch schon gemacht. Weil so sicher fühle ich mich hier nicht. Und das wird wahrscheinlich auch eine Weile noch so bleiben. Secure. Hier ist ein skythischer Siedler. Wo? Der Bologna. Ah, nicht so Ist cool. da so? Also ich bin jetzt da, wo ich siedeln kann nächste Runde. Ich glaube, ich werde den Platz da schon irgendwie kriegen.
Hier oben ist ja der Amerikanische. Das ist wahrscheinlich noch der, der da vorhin mal rumgerannt Wahrscheinlich. ist. Warum der nicht Richtung Norden siedelt, weiß wahrscheinlich auch nur er. Na, jetzt geht er gerade nach Norden. Ja. Sehr klug. Ne, warte Luca. mal, neun Runden lang muss ich noch. Neun Runden lang muss ich noch halten. Ich kann ja so lange mit meinem Siedler hier stehen bleiben. Ist zwar nicht sonderlich effektiv, aber. Überschwemmung zu Hause. Auch nicht sehr effektiv, vor allem habe ich die Farm da gerade genau letzte Runde gebaut. Ah, schön, Schön. schön. Du hast eine Konkurrenzreligion. Was? Wo? Wer? Warum hast du Warum? das? Wer hat eine Religion gegründet? Taoismus von Skytian. Ah Ah, ja. stimmt, da, ja. Ja, aber das ist ja gut, dann kannst du die direkt kaputt machen. Ja, ich glaube, die wird wahrscheinlich dezent mehr Glauben pro Runde kriegen durch ihre speziellen Gebäude und durch ihre allgemeine Ausbreitung. Ja, umso wichtiger. Ja, ich bin dabei. Aber ja, das ist richtig, ist direkt in ihrer Stadt bei mir. Das ist natürlich ganz nett. Ist nur schade, dass nicht der Heidenglaube, also das vom Pantheon runtergegangen ist, sondern komplett meine Religion runtergegangen ist bei ihr. Das glaube ich aber immer so. Das mag gut sein, ja. Nur damit man da eine Chance hat. Aber ich nehme an, die pumpt jetzt wahrscheinlich Missionar nach Missionar raus. Immer noch Überschwemmung. Wie kann denn das sein? Jetzt geht dieser Siedler nach oben. Ich werde verrückt. Er wird hier oben hinsiedeln. Barbaren aus am Posten. Da muss man natürlich erstmal schnell den Zucker reparieren, sonst wird das hier alles Brühe. Dann mache ich mal was. Theologie will ich nicht haben. Ich mache mal Geschichtsschreibung. Neues Barbarencamp da unten. Hoffentlich geht es zu den Skythen, wahrscheinlich aber zu dir. Wahrscheinlich. Wichtig, ich kann die Karte jetzt rausnehmen. Alles, aber was mache ich dafür rein? Anhalle würde noch 11 Runden dauern. Habe ich sie eh angefangen zu bauen, das potenziell auch. Nee, ich habe noch nicht angefangen. Die Frage ist halt, wie viel Siedler bei euch noch? Gute Frage. Bei 11 Runden da warten. Ist auch doof. Ich warte immer noch mit dem Bogenschützen. Weil mit dem Geld kann man auch anderes anfangen. Und so viel habe ich nicht. Ich kriege gerade 1,5 pro Runde. Nicht so viel. Weil mein Zucker abgebrannt ist. Das ist tatsächlich nicht so viel. Ich glaube, da wird In dann Runden bald. ist Rebellion. Das ist nicht so gut. Ich kaufe mal lieber einen Monument. Und dann, ja, was dann? Mal Kornspeicher. Schon wieder ein Gouverneur-Titel. Die Frage ist immer noch Geheimgesellschaft, ja oder nein? Also bei mir ist es ein klares Ja für den nächsten Gouverneurtitel, aber der wird eine Weile dauern. Geschichtsaufzeichnung oder Verteidigungstaktiken 30 Runden. Und Geschichtsaufzeichnung. das Zeug davor dauert auch noch eine Weile. Jetzt wieder Frieden geschlossen? Nein, sind immer noch im Krieg. Aber Skytien ist da nicht mehr so wirklich. Nur die eine Stadt weggemacht. Kannst ja versuchen, den Siedler irgendwie auch da zu halten, einzudämmen. Evil Triad.
Musst du denn jetzt nach da oben gehen? Och, diese. Ich bin übrigens wieder bei dir. Schlecht. Die Stadtausbreitung müsste man wirklich steuern können. Das wäre ganz nett, zumindest wenn es dafür irgendwas gäbe. Von mir aus hat mir eine Warnung geschickt. Ja, es ist, glaube ich, nicht so neu. Sonst Dass habe sie ich auch mal das. so ein Versprechen gegeben. Ja, sie ist genau auf deinem Siedlungspunkt, ne? So das letzte Sinnvolle, außer nördlich von Venedig. Ah, ich brauche einen neuen. Wieso sagt das eigentlich? Ah ja, Kauf mit Glauben möglich, sagt so. Ich brauche einen neuen Missionar für diese heilige Stadt da. Den Dings. Ach nee, hätte ich nicht. Warte, macht keinen. Die, ja. Das ist schon die erste gesamte Zitrollkarte. Macht keinen Sinn, weil wir haben nichts mehr. Wie das funktionieren wird. Jerewan gibt's noch. Ja, da bin ich schon Guck mal. drin. Da habe ich das Quest abgeschlossen. Sehr gut. Da sollte ich wahrscheinlich auch mal wegen. Ich wollte mich gerade schon ärgern, aber insofern ist das ja kein Problem. Es sieht tatsächlich aus, als würde sie eher so ein bisschen abziehen. Sie hasst mich jetzt wieder noch mehr. Könnte ja sein, dass sie sich dann mal entschließt, bei mir zu Besuch vorbeizukommen. Das wäre natürlich schlecht. Ich bin noch recht am Überlegen, ob ich Oligarchie nehme. Die zwei Dings-Slots sind halt nicht so cool. Eins auf alle Erträge wegen Autokratie oder Wohnraum und Annehmlichkeiten. Ich glaube, ich nehme erstmal die Autokratie. Und dann ersetzen wir mal hier diese sinnbefreite Einheitenunterhaltkarte. Wir lernen ja dazu oder so. Eingeschränkt. Gold für Handelswege klingt auch gut. Tja, dass sie eine Religion gegründet hat, hat mich so ein bisschen das goldene Zeitalter gekostet. Sonst hätte ich es unter Umständen noch schaffen können, genug Städte zu bekehren. Aber so ist das nicht sonderlich wahrscheinlich. Aber ich muss ja jetzt eine schon mal bekehrte wieder bekehren. Noch 6 Runden, aber kein Siedler nähert sich bisher. Das ist doch nett. Sehen wir schon mal einen Horfen. Und ich auch. Das ist doch ganz nett, das werde ich auch irgendwann mal brauchen. Ja, dann gesagt, was die Galeere kostet, 260. Ja. Barbarenspeer ist da, Moment. Den wollen wir hier nicht haben. Mal versuchen, ein bisschen zurückzudrängen. Ja, das ist dann auch noch reich ohne Ende. Das kommt ja auch noch dazu. In meiner Hauptstadt, die auch meine heilige Stätte ist, habe ich +4 von deren heilige Stätte Wachstum und nur +1 von meiner eigenen Religion. Von der Okay. Religion meinst du? Ja. Also +4 Druck von deren Religion und nur +1 von meiner. Aber ich habe auch
meine eigene Stadt da noch nicht bekehrt. Ich fand das noch nicht so nötig. Apropos Druck, wir haben so ein bisschen Zeitdruck. Was, schon wieder? Oh wei, dann sollten wir an dieser Stelle. Ja, dann wünschen wir euch an dieser Stelle alles Gute. Danke fürs Zuschauen und natürlich für das zahlreiche Feedback, das ihr bestimmt dagelassen habt. Und dann sehen, hören und sprechen wir uns bei der nächsten Folge wieder, wenn ihr das wollt. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao. Bis später.